zu. Mit Trick jetzt in diesem Teil. Wir zeigen jetzt, also viel mehr Volker als ich, zeigt jetzt, wie man hier wohl abkürzen kann, ohne dass man das, ohne dass einen die Wachen andauernd erwischen. Oder also viel mehr den Widerstandstypen da als uns. Apropos Männer im Umhang, die nachts einen verfolgen. Ja. Ich habe gestern Abend den Hoaxilla-Cast mit Thema Slenderman gehört. Oh, cool. Und die erste Hälfte, also mittlerweile machen die das ja wirklich so, dass die erste Geschichte erzählt, am nachher die Announcements machen und sowas und auch mittlerweile Shownotes da sind. Mhm. Das ist sehr gut. Da konnte ich direkt dorthin springen, wo ich auch gedacht, zu dem, was ich hören wollte. Und die sagen vorher noch, von wegen, wenn ihr da anfällig seid mit so spooky Geschichten und sowas, dann vielleicht jetzt nicht nachts anhören und so. Ja, okay. Und was da für Geschichten hochkommen und sowas, ist schon cool. Dann natürlich, auch, ja, das ist schon eine ganz coole Geschichte. Das kann man nur empfehlen, das mal zu suchen irgendwo bei iTunes oder mit irgendeinem Podcast, Grabber, wie auch immer, sich das mal reinzuziehen, weil das echt eine coole Folge war. Hat er sich gerade am Hintern gejuckt? Nee, der Rücken ist das. Der alte Mann hat es mit dem Rücken. So. Ja, Hoaxilla finde ich klasse. Also so manche Dinger davon. Also die erzählen das auch richtig gut. Die Frau erzählt vor allem gut. Finde ich. So, jetzt müssen wir den da oben verfolgen. Er latscht da lang. Den Typ könnten wir dann auch einfach mal betäuben. Ja, das ist da so gewollt. Ja, wie? Ja, gut. Aber jetzt kommt da noch ein anderer. Das ist natürlich blöd. Meine Fresse! Schlaf ein! Jetzt! Jetzt! Ja, sehr schön. Es geht um die Ecke. Glück gehabt, Glück gehabt. Glück gehabt. So, jetzt geht er weiter. Unauffällig hinterher. Genau, mit Händen in den Taschen. Wir gehen mal oben lang, glaube ich. Wie parkt denn der da? Hast du das gesehen? Der? Alle eigentlich. Nein, jetzt hat er mich gesehen. Oh, wie blöd. Tino, du hast mich abgelenkt. Ups. Das habe ich nicht gewusst. Jetzt müssen wir warten, bis er wieder zurückkommt. Damit er dann in diesen Torbogen da hinten geht. Ja, wenn Autos so scheiße parken, kann man doch nicht sagen. Ich meine, das ist elementar wichtig. Ja. So, die ganze Zeit, die wir hier verplempern, geht er einfach weiter? Springen wir mal da runter, Mensch. Man hat sein Lied vergessen jetzt. Er ist wahrscheinlich gerade nicht so entspannt. Aber die Musik ist auch gut. Ja. Da kommt Strom nach. Ah, komm. Geh. Sehr gut. Und wenn er jetzt da durchläuft und um die Ecke ist, dann gehen wir nämlich ins Menü. Ich war vorher, er dreht sich jetzt um und da siehst du das so, wie so, du da jetzt ist er weg. Jetzt denkt das System. Oh, ich bin so blöd. Also normalerweise hätte man am Anfang dieser Sektion hätte man gespeichert. Hätte dann. Ist jetzt nicht dein Ernst, na gut. Hätte dann jetzt gespeichert und hätte dann einfach nochmal diese andere Sektion neu geladen. Boah, nee, eigentlich müsste es funktionieren. Warte mal. Na, da schauen wir doch mal. Wir speichern jetzt mal. Dann müssen wir jetzt nämlich ins Titelmenü zurück. Jetzt zum Titelbildschirm zurück, ja. Mhm. Also alles geprobt. Wie man merkt. Live und in Farbe. So. Genau, und jetzt diesen Spielstand, den wir da eben gespeichert haben, einfach nochmal laden. Und dann denkt das System nämlich erst schon durch. Und wir können einfach durchlaufen. Und
haben uns die ganze Zeit, wo wir ihn verfolgt haben, die Zeit sparen wir uns jetzt. Wenn es denn klappt. Wenn es denn klappt. Na, mal sehen. Guck, er ist nicht hier. Wunderbar. Und dann laufen wir jetzt einfach. Das wäre jetzt was nach dem Torbogen gewesen, oder was? Oder wie? Ja, genau. Nee, das ist ja der Anfang hier, oder nicht? Das ist jetzt der Anfang, genau. Und wir können jetzt einfach den Weg, den wir jetzt hier die ganze Zeit verfolgt haben. Ach, erzählt jetzt die Zeit nochmal von da vorne quasi. Genau, jetzt, richtig. Trick! Dann brauchen wir nämlich nur 2 Minuten oder so für diese Lektion, wenn überhaupt. Und Tusch! Ja, ja, ist alles okay. Hallo. Na? Das ist doch um einiges entspannter, ne? Wenn man jetzt hier so... Ja. Finde ich auch. Können wir auch abkürzen, weil der Typ das ja alles nicht hingekriegt hat. Er kennt sich nämlich hier nicht richtig aus. In der Abkürzung abkürzen. Das ist ein Wahnsinn. Ja, und dann läuft man hier so durch. Deswegen meinte ich auch, wir haben Zeit zu reden. Wir können was pfeifen. Nein, wir pfeifen nichts. Das ist ja albern. Kann ich auch nicht richtig. Moin, Jungs. So. Dann laufen wir jetzt dahin. Und dann haben wir. Und wenn man jetzt wieder speichert und lädt, dann hat man gewonnen. Dann ist man am Ende. Osteuropa ist das, nicht, nicht England. Ach. Russland ist doch vielleicht gar nicht mal so falsch. Vielleicht ist es auch eher Tschechien oder sowas. Wahrscheinlich, da sieht es auch eher so aus. Ja. Jetzt kommt er nämlich gleich da entlang. Können wir ja sagen, wo wir schon da waren. Ja. Mhm. Tatsächlich. Prag. Schön da. Da ist er. Alles gut gegangen. Searchlights. Ich muss mich nur wegdrehen, dann sieht er mich nicht. Ja, genau. Ja, und der die ganze Zeit da mit uns redet, ist der nette Otacon. Beste Freund von Snake. Mhm. Die sind so. So, hier. Ja, so. Ihr seht's, so sind die. Hä? Schon weggeglitscht. Also ich sehe keine Searchlights, wo soll die sein? Der Idiot hier geht da jetzt lang und da in der Mitte steht eine große Dose. Also große leere Dose, die einfach mal umläuft. Weil er versucht da hinterher zu sneaken. Und wir müssen ihn dann raushauen. Na? Oh. Oh. Verkack's nicht. Sehr gut, haben wir so. Und synchron. Fast. So, jetzt merkt er das. Kriegt er jetzt Panik, läuft weg. Ich weiß immer nicht, ob er dann da bleibt. Oder ob er hier schon weiterläuft. Dann machen wir doch einfach mal das Radar an. Überlebensradar. Ja, er fährt da oben irgendwo rum, ne? Da, ja, er geht wieder zurück hier. Ne? Ach, komm schon. Das ist so ein Schisser, ne? Also ich werde den Trick jetzt nicht nochmal anwenden. Das kann man jetzt bei jeder Stage machen. Okay. Und es spart auf jeden Fall viel Zeit, aber es ist halt... Och, Mann! Du hast mich nicht gesehen. Geh weiter. Alles ist gut. Snake lässt seine Jedi-Kräfte. Ich bin ja nicht, war Einbildung. Jetzt komm. Ich bin nicht der, den du suchst. Wie wunderbar synchron das war. Ja. Scheiß Nerds super. Hier. Ja, er geht hier irgendwo lang. Okay, warte, er kommt. Stecken wir uns mal hinter der Ecke. Ah, fuck, gibt nichts. Wenn ich hier hinstelle, siehst du ja da.
völlig unverdächtig. Oder liegt ein Mann bäuchlängs auf der Straße? Ach, das ist bestimmt, das ist richtig. Mache ich auch öfter. Hey, 4 Uhr morgens, betrunken, Bar ist zu und ein Gesicht auf dem Kopfsteinpflaster, geil. So, und hier, wenn er wieder losläuft und um die Ecke ist, da kann man dann wieder speichern, dann das Ganze wieder laden und dann kann man wieder durchlaufen. Also durch die ganze Sektion. Spart man sich halt wieder was mit. Aber wie viele Schleichdinger kommen jetzt hier? Nicht. Was? Wie viele Schleichparts kommen jetzt hier? Noch ein Part. Aber der ist etwas länger, glaube ich. So, er zieht sich jetzt hier gerade um. Nein! Oh. Ja, lauf einfach mal weiter. Ach, der ist das jetzt? Ach so. Er hat sich umgezogen. Das ging ja schnell. Weh, du. Bitte, was? Hä? Warum erkenne ich den jetzt? Okay, wir machen das jetzt ruhig. Das war scheiße. Ich habe nicht verstanden, warum die mich jetzt erkannt haben. Vielleicht sollten wir dieses ruhig sein mit der Frische eines neuen Parts. Ja, meinst du? Ja. Okay, machen wir. Versteck dich mal. Mach ich. Pause. Mit der Frische, wie gesagt, wenn es nochmal von vorne losgeht, wenn man sich sammelt nochmal. Ja, mache ich. Wahrscheinlich besser. Kriegen wir das nächste Mal gesammelt. Ja. Bis dahin. Ciao.